So, hallo zusammen, wir kommen zur Vorlesung Prozessplanung, Vorrang, Graph und Leistungsabstimmung. Sie erinnern sich, im letzten Film haben wir darüber gesprochen, wie das Datenmodell der digitalen Fabrik ist, wie E-Bom und M-Bom übergeht, und ich glaube, das ist soweit verstanden. Und jetzt wollen wir hier mal eine Ebene weitergehen und Prozessplanung, Vorrang, Graph und Leistungsabstimmung besprechen. So, was sind die Planungsziele? Wir hatten das letzte Mal davon, wir brauchen jetzt eine Liste der Teilvorgänge oder Operationen. Also das, was getan werden muss, um etwas zu montieren. Und dann müssen wir die in eine Abfolge bringen, nämlich den sogenannten Vorranggraph. Warum? Vorranggraph ist dazu da, es gibt hier immer Zwangsbedingungen. Wenn Sie zum Beispiel, ich nehme mal die Flasche, diese Flasche sehen, dann haben wir ja in der Montage ein Problem. Und zwar erst Wasser rein, dann Deckel drauf. Sonst funktioniert es nicht. Wenn ich erst Deckel drauf, dann Wasser rein. Das ist eine Zwangsbedingung. Zwangsbedingungen gibt es viele in der Montage. Wenn Sie also zum Beispiel Licht einbauen, muss erst die Lampe rein, erst die Leuchte rein und dann die Abdeckung drauf. Und das bilden wir dann mit Hilfe eines Vorranggraphen ab. Wir haben nachher ein schönes Beispiel dazu, was ich immer wieder gerne mache. So, Dateninput ist im Idealfall die Stückliste, wenn wir sie haben, vielleicht als Excel-Tabelle aus SAP. Wir wissen, Stücklisten haben wir meist immer nur dann, wenn wir mit der Planung beginnen, wenn wir irgendwas umplanen oder es irgendwie schon bekannt ist, oder wir nehmen halt eine ähnliche Stückliste oder. Aber meist entsteht die Stückliste während der Montageplanung, und dann haben wir natürlich auch noch keine M-Bom, weil hätten wir eine M-Bom, dann wäre Ihre Montage ja schon geplant. Also können wir gar nicht haben. Dann brauchen wir einen Prämissensatz, da kommen wir später dazu, und die Daten aus der Zeitwirtschaft, da werde ich heute auch noch was dazu sagen. So, was ist das Planungsergebnis? Erstmal die Prozesse an sich mit den Zeiten, Montage, Vorranggraph und eine erste Leistungsabstimmung. Warum eine erste Leistungsabstimmung? Dadurch, dass wir häufig Varianten über die Linie laufen lassen, ist es durchaus notwendig, immer mal wieder eine neue Leistungsabstimmung zu machen, um zu sagen, was passiert denn eigentlich wo. Okay, und wir kommen, und das machen wir heute in diesem Film, zum Teil 1, Prozessplanung und Vorranggraph. Teil 1. So, und jetzt erstmal ganz wichtig. Hier gibt es eine schöne Hierarchie nach REFA, die unterscheidet den Gesamtablauf, den Vorgang, das Vorgangselement, und dazwischen ist der Teilvorgang. So. Das Grundproblem, was wir dabei haben, ist, dass wir Vorgänge in unterschiedlichen Granularitätsebenen modellieren können. Und die Frage ist, welche Granularitätsebene ist denn eine geeignete oder eine richtige? Ich muss sagen, ich habe mir sehr lange die Frage gestellt und die Antwort nicht gewusst. Inzwischen habe ich sie mir zusammengepuzzelt. Eigentlich ist es relativ klar über den Planungsverlauf. Aber erstmal die REFA-Systematik in Kopf. Es gibt einen Gesamtablauf, also die Montage des gesamten Stuhls, dann gibt es darin einen Vorgang, also einen Vorgang, der quasi eine abgeschlossene Einheit bildet. Es gibt einen Teilvorgang, der muss jetzt nicht mehr eine vollkommen abgeschlossene Einheit sein, und irgendwann haben wir ein Vorgangselement. So, das ist natürlich jetzt wieder, REFA hat es wieder ganz guten, ganz kompliziert gemacht, das sehr, sehr genau. Wenn wir Montage planen, wir wissen, Montageplaner, die sind zumindest am Anfang so nochmal grob über den Daumen, uns reicht völlig, den Teilvorgang rauszupicken. Warum den Teilvorgang? Wir werden im Verlauf der Planung unsere Vorgänge immer mal wieder schneiden müssen, und typischerweise fangen wir mit einer Ebene an, die quasi auf der Vorgangsebene wäre. Warum? Ein Teil, was wir einbauen, ein Vorgang. Also Lehne einbauen, Sitzfläche einbauen, Gestell, Schweißen, ja, da sind wir dann schon. Ja, okay. So, aber wir brauchen es später etwas feiner granuliert, weil wenn wir sagen Sitz einbauen, dann könnte es sein, dass, oder Sitzfläche einbauen, dass wir es mit 4 Schrauben machen. Jetzt müssten wir ja später, wenn wir die Leistung abtakten wollen und nur den Prozess in der Größe haben, Sitzfläche einbauen, dann müssen wir ja den auf einmal einbauen. Wir könnten den aber auch aufspalten in 4, also Sitzfläche auflegen, 4 Schrauben voreindrehen. Oder 2 Schrauben voreindrehen, 2 weitere Schrauben voreindrehen, Sitzfläche festschrauben. Ja, also Sie sehen, dann könnte ich ihn besser verteilen, weil ich ihn kleine Schnipseln geschnitten hätte.
Und es gibt noch was ganz anderes und das kommt dann von der Richtung Vorgangselement. Auch das ist ganz spannend. Ich will ja eine möglichst genaue Zeit haben. Und jetzt gibt es etwas, wir werden nachher drauf kommen, heißt Systeme vorbestimmter Zeiten. So, Systeme vorbestimmter Zeiten, da ist das kleinste Element zum Beispiel hinlangen, greifen, bringen. Und jetzt können Sie die Zeit daraus addieren. So, wenn Sie jetzt also einen ganzen Katalog solcher Zeiten haben und eine MTM, ein Modell heißt MTM, MTM-Analyse gemacht haben, dann haben Sie ganz fein granulare Zeiten. Und die müssen jetzt wieder zusammenballern auf einer Ebene, dass Sie es wieder gut abtacken können. Das heißt, wir sind in der Montage, und das ist notwendig, wenn wir mit Montagevorgängen umgehen, dass wir in der Granularität immer wieder springen. So, um das auszudrücken, nutze ich normal den Begriff, auch entlehnt von BMW, den nutze ich nämlich auch so, Teilvorgang, Arbeitsvorgang wäre auch okay. So, und der Teilvorgang ist etwas, was wir beliebig schneiden können. Das ist der ganze Zauber, bei Reva ist das klar definiert, das ist ein Vorgang, der etwas vollständig montiert, zum Beispiel die Sitzfläche. Der Gesamtablauf ist der Ablauf, der das gesamte Produkt modelliert und das Vorgangselement ist da die kleinste Einheit, die nicht mehr sinnvoll unterteilen ist. Zum Beispiel zu was hinlangen macht eigentlich keinen Sinn, das kann man zwar bezeiten, aber Sie müssen zumindest die Schraube holen, damit es irgendwie Sinn macht. Also Schraube holen wäre dann ein Vorgangselement. Okay, aber ich habe es vielleicht schon gemerkt, ich bin bei manchen Sachen, wo man eigentlich ein bisschen unscharfer sein kann, lasse ich es gerne unscharf. Weil das würde schnell zur Haarklauberei oder zum Expertenstreit und sagen würde, oh, wie genau muss ich da reingehen? Es geht mal um das Grundprinzip. So, und an der Stelle sehen Sie auch zwei Aufgaben. Also ich habe drei bekommen. Eine Aufgabe haben wir jetzt nicht dabei, aber dass Sie mal eine Idee kriegen, wie haben denn Ihre Kommilitonen modelliert. Jetzt schauen wir mal drauf. Wir haben Lösungsbeispiele eines Studierenden, ich habe ihn mal A genannt. Der hat die Montagevorgänge mal hier runtergeschrieben und eigentlich hat er drei Montagevorgänge. Das stimmt nicht genau. Wir haben schon hier mehrere Rahmen, Rückenlehmen nehmen und in die Schweißvorrichtung einspannen. Ring nehmen und in die Schweißvorrichtung einspannen. Vordere Stuhlbeine nehmen, in die Schweißvorrichtung einspannen. Alle drei Bauteile an Schweißpunkt miteinander verschweißen. So, was sehen wir hier an der Lösung? Also es ist schon sehr detailliert und schön gemacht, aber es gibt ein paar wichtige Dinge und das ist, was ich normal in der Vorlesung mache, konnte ich nicht machen und das machen wir dann auch typischerweise in der Vorlesung. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier den Stift bekomme. Ja, habe ich jetzt einen Stift? Ja, genau. In Rot soll jetzt nicht rot klingen. Also Sie sehen, eigentlich sind hier verschiedene Vorgänge drin. Stuhlbeine einspannen. Okay. So, die sind aber nicht durchnummeriert und die Zeiten sind hier gesamt genommen und die Zeiten sind vermutlich hier geschätzt. So, das ist das eine Thema. Jetzt war noch ein ganz wichtiges zweites Thema, das mir jetzt irgendwie entfallen ist. Fällt mir gleich wieder ein. Also, das hier ist auf jeden Fall jetzt erstmal zu grob granular. Ja, genau, und jetzt, vielleicht mir hat es mir wieder eingefallen, und das nächste ist, hier steht, sehen Sie schon, Schweißvorrichtung, ich mache mal die Farbe anders, hier steht in Schweißvorrichtung einspannen. Das ist typisch, ich hatte vorhin gesagt, da war es im letzten Film, dass der Montageplaner typischerweise die Anlage gleich mitdenkt. Ja klar, wir werden natürlich irgendwie eine Schweißvorrichtung brauchen, aber wir wissen ja gar nicht, wie die aussieht. Wenn wir jetzt schon sagen, wir legen was in eine Schweißvorrichtung rein, das kann ja keiner sagen. Ja, also das ist schon ein Hauch zu detailliert, ob schon man natürlich sagen könnte, wissen wir gar nicht, ob wir den Stuhl schweißen. Also hier sind einige Annahmen drin, die man so vielleicht noch nicht machen könnte. Es hätte gereicht, Rahmen und Rückenlehne nehmen und bereitstellen. Das wäre dann quasi, man hätte, ja. Okay, so. Dann gehen wir mal zum Lösungsbeispiel 2. Ich mache es mal hier groß, dass man das... Achso, groß machen geht immer nicht, wenn ich hier dieses Ding drin habe. Und es geht tatsächlich komischerweise nicht, dass man aus dem Modus rausgeht ohne... Weil normalerweise müsste man Escape drücken, aber in Escape geht es nicht. Und ich habe, muss ich gestehen, keine Ahnung, wie man aus dem Modus rauskommt. Versuche das mal so zu machen, geht nicht. Dann gehe ich mal kurz aus der Präsentation raus. Ja, und dann gehen wir wieder in die Präsentation rein. Tatsächlich zu Hause probiert, wie man das schaffen kann, dass man da direkt springt, geht aber nicht.
Wenn man eine Tastatur hat, kann man Escape drücken, nur keine Tastatur hier. Okay, so und jetzt kann man das hier nämlich mit einem Hallo-Doppelklick vergrößern und sehen dann hier eine Planungsgruppe, die das gemacht hat, die Ausgangssituation, also sehr schön und detailliert gemacht, gefällt mir sehr gut. Und wir haben hier im Prinzip Positionieren der Rolle an der Fußebene plus Abschließen verschrauben, 5x mit 60 Sekunden, sehr detailliert beschrieben. Verbinden der Fußstreben zu einem besagten Fuß mittels Steckverbindung, Hauptverbindung zwischen Sitz und Fuß verbinden, Überstülpen des Plastikschutzes, Hauptverbindung, hier haben wir natürlich, also das ist, muss ich sagen, das ist super detailliert und ich gehe mal davon aus, dass die Damen waren es, glaube ich, die das gemacht haben, sich einen Stuhl wirklich auseinandergenommen haben. Top Job, gefällt mir sehr gut. Und wir sehen hier schon sehr detaillierte Planung. Sehr gut auch beschrieben und wir sehen ein weiteres Problem, war immer ein Riesenproblem bei GM, auch das ist ganz interessant. Sie sehen, wie lang so ein Text wird. Bei GM hat man teilweise wirklich so lange Textbeschreibung, weil ja der Text eindeutig sein soll. Das ging dann so weit, dass der Text bestimmte Vokabelfolgen hatte, wo man bestimmte Vokabeln auswählen durfte, damit er immer irgendwie einheitlich ist. Also das ist mal gar nicht so leicht. Sie müssen ja überlegen, der Montagevorgang, der hat ja entweder eine Nummer, die aber nichts sagt, und sonst sagt die Beschreibung des Montagevorgangs eigentlich das Wesentliche. Und damit ist mal gar nicht so leicht, den zu beschreiben. Man macht es gut, dann ist es lang. Ja. Gut. So, und wir sehen, also auch das, hat er das wirklich super Arbeit, schön detailliert. Genau. So, und ich will jetzt aber weitergehen, wieder hier drauf. Warum habe ich die Aufgabe gestellt? Nicht so sehr, dass ich Ihnen sage, was ist gut, was ist schlecht, weil es geht nicht darum, was ist gut, was ist schlecht, sondern es geht die Frage, wo befinde ich mich? Es gibt zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Erstmal, bin ich abstrakt genug, dass ich nicht das Montagesystem schon vordenke? Bin ich also wirklich neutral, unabhängig vom Montagesystem? Punkt 1. Der Punkt 2 ist, in welcher Granularität bin ich? Und jetzt ist die Frage, wenn ich eher vom MPM komme und eine Zeitanalyse mache, bin ich sehr feingranular, dann ist es für die Abtaktung wichtig, eher grobgranularer zu werden. Wenn ich mal im anderen gehe und komme quasi vom Vorgang aus, also ein Teil, ein Vorgang, dann bin ich oft zu grobgranular, dann muss ich es für die Abtaktung irgendwann feiner machen. So, und wenn Sie das verstanden haben, der Rest klärt sich dann ziemlich leicht von selbst, weil ich glaube, es wird Ihnen nicht so schwer fallen, einen Montagevorgang dann auch nochmal zu zerkleinern. Okay, das ist also der Grund für die Übung. Ich rate allen nochmal, es zu machen. Schicken brauchen Sie es mir nicht. Aber einfach, um eine Übung zu haben, wie man das granulieren kann, wäre vielleicht auch eine schöne Klausuraufgabe, dass man einfach mal ein Beispiel macht und dann eben sagt, okay, wie in unterschiedlichen Granularitäten, wie würde das Ganze aussehen. So, dann haben wir hier noch ein Thema, das ist die Frage der Zeit. Und wir haben noch eine Frage, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, die Frage des Vorrangs. So, da kommen wir aber gleich dazu. Also, und hier sehen wir mal die Abfolge, die wir haben. Wir haben hier einen Gesamtablauf, haben wir schon gemacht, also unser Fahrrad war das. Dann die Fertigungsstruktur festlegen. Sie erinnern sich in dem Film, wo es darum geht, wie ist die Grobstruktur des Montagesystems. Da haben wir die Baugruppen rausgebrochen, die als Vormontagebaugruppe sind. Und jetzt müssen Sie überlegen, das, was Sie jetzt tun, ist immer eine entweder Vormontage oder eine Endmontage. Deswegen hat man die vorher rausgebrochen. Das heißt, ich sage dann, ich mache alle Vorgänge für die Vormontage, ich mache alle Vorgänge für die Endmontage und die verschiebe ich dann. Das heißt, wir sind dabei, die Montagevorgänge zu bestimmen. Als nächstes kommt der Vorgang und dann die Vorgabezeiten. Zum Schluss, und das machen wir dann im nächsten Film, die Zuordnung zum Arbeitssystem. Also, Montagevorgänge bestimmen, Sie hatten das gesehen, wirklich beide sehr gut gemacht, detailliert runterschreiben, die Zeit, hier wäre es besser, das nochmal entsprechend zu unterteilen, wenn möglich noch abstrakt bleiben und nicht so konkret aufs Montagesystem, weil ich mich hier gucke gehen muss, da hatte ich vorhin drüber nachgedacht, ist es natürlich klar, wenn wir einen Stuhl schweißen, dass wir eine Vorrichtung brauchen zum Schweißen. So, vielleicht, was innerhalb einer Station funktioniert oder passiert, ist quasi immer
der gleiche Zyklus an Prozessen, die wir haben. Die Teile, die wir fügen wollen, die müssen irgendwie in die Station, also Teile in Station. So, jetzt müssen die Teile in Position gebracht werden, also handhaben. Dann müssen wir kurzfristig die Position halten. Dadurch, dass beide Hände zum Montieren da sein sollen, brauchen wir dazu typischerweise ein Spannmittel. Ja? Also nicht so, Sie kennen das Montieren von zu Hause, schrauben hier Mund, etwas zwischen Füßen hier und dann schrauben. Das ist natürlich falsch, das machen Sie zu Hause ja nur, weil Sie die Spannmittel nicht haben, um etwas so in Form zu bringen, dass Sie damit arbeiten können. Im Montagesystem sind die Hände zum Montieren da, das heißt, wir legen die Sache in irgendeine Handhabungsvorrichtung und in irgendeine Vorrichtung ein, das heißt, in die Vorrichtung, dann spannen wir die und dann können wir wunderbar dran montieren. So sollte es zumindest sein. So, also, und jetzt kommen wir zum ganzen Thema Vorhanggraf. Was macht der Vorhanggraf? Ups, eigentlich wollte ich zum Vorhanggraf kommen. Sie sehen, weil der Vorhanggraf vor den Zeiten ist, da sind mir die Folien verrutscht. Dann gehe ich nachher einfach zurück und zeige das später und gehe jetzt mal in aller Schnelle zum Vorhanggraf. Dann können wir das hier auch, da sind wir, können wir hier nochmal durchgehen. So, was ist der Vorhanggraf? Klingt kompliziert hier. Der Vorhanggraf ist eine netzplanähnliche Darstellung von Teilaufgaben der Montage, wobei Teilaufgaben als Knoten und die Abhängigkeitsbeziehungen als Verbindungslinienkanten zwischen den Knoten dargestellt werden. Die Teilaufgaben werden zum Zeitpunkt der frühesten Ausführbarkeit eingetragen. Das Ende der von einem Knoten ausgehenden Kante verdeutlicht den Zeitpunkt, zu dem die Teilverrichtung spätestens ausgeführt sein muss. Die Abbildung des Vorhanggraf im Planungsmodell ist für die automatische Abtaktung zwingend erforderlich, wenn Sie also einen Algorithmus haben wollen. Neudeutsch wird man wahrscheinlich KI sagen, der die Abtaktung für Sie übernimmt, der braucht alle Vorgänge, damit er rechnen kann. Der Mensch hat die alle auch im Kopf und ein richtig guter Montageplaner, der kennt die Vorgänge so gut in die Reihenfolgebedingungen. Der braucht gar nicht unbedingt Vorrang, der weiß es einfach und plant es mal runter. Okay, aber jetzt ist die Frage, wir sprechen wieder von Netzplan und Netzpläne haben wir quasi meistens irgendwie in der Montage und haben wir auch ganz häufig gehabt. Sie werden sehen, ich mal jetzt auch wieder Kästchen. Bloß, dass die Kästchen jetzt etwas anderes bedeuten. Die ganze Zeit haben die Kästchen, die ich gemalt habe, Ressourcen oder Stationen bedeutet. Achtung, im Vorhanggraf sind die Kästchen Teilvorgänge. Das ist ganz entscheidend. Viele verstehen das nicht. Teilvorgänge. So, grundsätzlich in der Graphentheorie spricht man von Knoten. Das sind immer die Kästlein. Man könnte jetzt auch Kreise malen. Und die Kanten. Die Kanten sind die Pfeile zwischen den Knoten, die quasi gegebenenfalls gerichtet sind, gerichtete Kanten. Okay, so, was ist jetzt der Punkt beim Vorhanggraf? Stellen Sie sich mal vor, wir haben eine Liste, wie wir es vorhin hatten. Wie war das Symbol? Genau so. Von Teilvorgängen, schreibe mal DVG1, DVG2, 3, 4 und so weiter. So, und jetzt wollen wir diese in eine Vorrangsbeziehung bringen. Dabei ist wichtig, die Vorrangsbeziehung hat 0,0 zu tun mit dem späteren Montagesystem, das müssen Sie unbedingt weglassen, sondern es geht nur um die Reihenfolge. Typischerweise ist der Kopf, der hier oben, immer der letzte und jetzt geht man hier in diese Richtung und sagt, von mir aus müsste jetzt mein TVG1, ich male nur mal die 1 hin oder zeichne die 1 hin, hier kommen. Und dann sagen wir, TVG2 müsste vor der 1 kommen, also hier. Und jetzt sagen wir, TVG3 müsste vielleicht vor der 2 kommen, also hier. Und dann sagen wir, 4 kann beliebig stattfinden, weil es völlig unabhängig ist von 1, 2 oder 3. Und dann würde man ja vielleicht am ehesten ihn hier hinzeichnen. Nein, da gibt es nämlich eine Bedingung, die sagt, Teilaufgaben werden zum Zeitpunkt der frühesten Ausführbarkeit eingetragen. Also Teilaufgaben zur frühesten Ausführbarkeit. Die früheste Ausführbarkeit wäre jetzt hier, nämlich da, wo ich hingewandert bin. Das heißt, mein 4 wäre jetzt dann hier und ich müsste ihn hier zeichnen. Ich gebe einen Tipp, wenn Sie einen Vorhanggraf machen, machen Sie ihn erstmal mit Bleistift und dann können Sie Ihre 4 zuerst mal hier hinschreiben. Wenn Sie merken, da wird es länger, dann verschieben Sie die später auf
den Platz, der dann da hinten ist, dann wird es etwas einfacher. So, klingt kompliziert, ist es aber gar nicht, und Sie werden merken, geht Ihnen leicht von der Hand, wenn Sie diese wundervolle Aufgabe gemacht haben. Und diese Aufgabe habe auch ich schon als Student gemacht, die kommt nämlich vom IAO in Stuttgart und ich habe sie damals beim Professor Haller gemacht. Und es geht um das morgendliche Anziehen. Ihre Aufgabe ist es, das morgendliche Anziehen zu planen. Wir haben hier Teilverrichtung, also ein Unterhemd, Endkontrolle im Spiegel, Krawatte binden, Mantel anziehen, Jacke anziehen, Hut aufsetzen, Hose anziehen, Schuhe anziehen, Gürtel in Hose einwickeln, Socken anziehen, Hemd anziehen, Unterhose anziehen, Gürtel schließen. Also ganz wie hier eine Liste von Teilvorgängen. So, Achtung, was jetzt ganz wichtig ist für das Lösen der Aufgabe, Sie müssen sich von der Vorstellung lösen, dass Sie sich anziehen würden. Alleine. Ja, warum? Weil wenn Sie sich alleine anziehen, ja, dann können Sie ja von mir aus die Socken nicht gleichzeitig mit dem Hemd anziehen. Wäre aber möglich, müsste Ihnen jemand helfen. Deswegen stellen Sie sich Folgendes vor. Sie dürfen, stellen Sie sich vor, die Menschen, die Sie jetzt vielleicht am schönsten und attraktivsten finden, wir sind politisch ganz korrekt und sagen, egal welches Geschlecht Sie sich wünschen, eben die Menschen, die Sie besonders mögen würden, die Ihnen besonders gefallen, und Sie haben beliebig viele davon, und die ziehen Sie an. Okay? Stellen Sie sich das vor, und Sie könnten sogar in so einer Hebeeinrichtung sein, dass Sie quasi so alle vier voneinander strecken können, und es geht wirklich davon, was ist gleichzeitig möglich. So, dafür bitte einen Vorhanggraf machen. Es gibt ein paar Restriktionen. Ja, die Restriktionen bitte durchlesen. Am besten, indem Sie jetzt auf Pause drücken. Okay, Sie hatten auf Pause gedrückt. So, und jetzt ist es Ihre Aufgabe, bitte jetzt machen, das aufzulösen. Drücken Sie bitte auf Pause, weil ich mache jetzt gleich die Lösung an. Wenn Sie aber die Lösung gesehen haben, es nicht probiert haben, hat es keinen Sinn. Wirklich, machen Sie es selber. Also bitte auf Pause drücken. Ich warte auch einen Moment, dass ich die Lösung nicht verrate. Sie auf Pause drücken können. Gut. So, jetzt können Sie sich die Lösung anschauen. Ich mache die Lösung mal größer. Achtung, bei der Lösung gibt es immer mal wieder Ärger. Das typische Thema ist nämlich, dass Sie den Hut aufsetzen können, bevor Sie gleichzeitig mit dem Unterhemd. Das ist immer so eine Diskussion, die hier aufkommt. Aber sonst ist die Lösung ganz gut. Ist übrigens die Originallösung. Auch hier könnte man jetzt diskutieren, warum man das machen kann. Ich lasse es mal einen Moment an, dass Sie es auch zoomen können und die Lösung entsprechend sehen. So, und jetzt gehe ich mal davon aus, dass Vorhanggraf klar ist. So, und jetzt müssen wir Zeitanalyse machen. Jetzt kommen wir zu den Fehlfolien, die leider nicht in der Reihenfolge gestimmt haben. Da gehen wir jetzt zurück und sprechen noch ganz kurz, wie kommen wir eigentlich an Zeiten. Genau. Einen ganz kurzen Exkurs, den ich machen möchte. Wie kommt man an Zeiten? Warum? Normalerweise gibt es eine Vorlesung Zeitwirtschaft in der Fertigungsplanung. Normalerweise war es so, dass alle, die in der Montage sind, das können. Jetzt ist es so, dass in der Fertigungsplanung ich meist keine Zeit habe für die Zeitwirtschaft. Deswegen mache ich es sehr kurz. Und wir haben natürlich auch viele Mechatroniker und Mechatronikerinnen, die hier sitzen, die wahrscheinlich noch nie was davon gehört haben. Deswegen ganz kurz den Exkurs. Die Frage ist, wie kommt man auf Zeiten? Zeitermittlung, da gibt es jede Menge von Methoden, zum Beispiel analytisch-experimentelle Methoden, analytisch-rechnerische Methoden, zum Beispiel indem Sie Ist-Zeiten aufnehmen. Das können Sie machen durch Fremdaufschreibung oder durch Selbstaufschreibung. Sie können jetzt analytisch rechnen. Achtung, hierfür, und das ist das Problem, muss es das System schon geben, dann können Sie sich mit der Stoppuhr hinstellen. So. Wenn Sie aber analytisch das machen, und wir müssen es analytisch machen, weil unser Arbeitssystem oder Montagesystem gibt es ja nicht, dann gibt es die Möglichkeit, es durch Vergleichen und Schätzen machen, durch Zusammensetzen oder durch Berechnen von Prozesszeiten. Achtung, Prozesszeiten ist immer leicht, wenn Sie jetzt eine Werkzeugmaschine haben, die läuft
Da wissen Sie immer, Sie kennen den Vorschub von der Maschine, das kriegen Sie immer eindeutig. Also wir haben die zwei Möglichkeiten. Das heißt, entweder wir gucken, ah, da war so lang, ja, wird schon stimmen. Oder wir bauen den Arbeitsplatzprobe als Weise auf und gucken, wie sind die Zeiten. Oder wir machen ein System vorbestimmter Zeiten und da ist mit das Wichtigste und Bekannteste das Thema MTM und MTM-UAS. Und ich will mal kurz darauf eingehen, wie gehen denn solche Systeme vorbestimmter Zeiten? Die Idee kommt eigentlich aus dem Militär. Sie müssen wissen, wer im Krieg ein Maschinengewehr früher aufbauen kann oder schneller, ist vom entscheidenden Vorteil, auch wenn es ein bisschen makaber ist, aber es ist halt so. Deswegen haben sich die Amerikaner schon sehr früh hingesetzt, das damals neue Medium Film genutzt und Soldaten gefilmt, wenn sie quasi Maschinengewehre aufgebaut haben. So, und dabei hat man die Bilder einzeln ausgewertet und hat was Interessantes gesehen. Im Kern, und das sehen wir gleich, führt man immer die gleichen Bewegungen aus. Unter der Prämisse, dass ich keinen Schritt mache, sondern einfach stehe und jetzt was montiere. Dann lange ich immer etwas, greife es, bringe es zum Platz, wo ich es montiere, greife was anderes, bringe es zum Platz, wo ich es montiere, tue es quasi dann in der entsprechenden Form, also handhaben, jetzt füge ich es von mir aus und dann lege ich es weg und lasse es los. Immer der gleiche Bewegungsablauf, dann gibt es im MDM einen Grundbewegungszyklus, hinlangen, bewegen der Hand zum Arbeitsgegenstand und man hat gemerkt, es gibt bestimmte Einflussgröße, mache es mal hier, zum Beispiel Bewegungslänge, Bewegungsfall, Typ des Bewegungsverlaufs. Also, wenn ich jetzt hier greife, brauche ich natürlich kürzer, als wenn ich hier greife. Wenn ich jetzt irgendwo rumfuscheln muss, bis ich es gefunden habe, wo das exakt an der Position liegt, brauche ich auch unterschiedliche Zeiten. Ja? Das ist das Thema Einflussgröße, Typ des Bewegungsablaufs, lassen wir mal weg. So, diese Einflussgrößen, die hat man auch immer mit in die Tabellen einbezogen. So, und es gibt also das Hinlangen, dann gibt es das eigentliche Greifen, dann gibt es das Bringen, also ich habe einen Gegenstand, bringe den wohin. Und Sie sehen hier immer die Einflussgrößen, aber keine Sorge, werde ich nicht abfragen. Mir geht es nur darum, dass Sie eine Idee haben, wie man das macht. Es gibt MTM-Kurse, es gibt wunderbare Bücher, kann man durchlesen, sich selber beibringen, ist wirklich nett. Also es ist kein Hexenwerk, MTM zu machen. Dann kommt das eigentliche Fügen und nach dem Fügen muss man es loslassen. Also Sie sehen, der Kopfablauf von solchen Bewegungen ist immer gleich, hinlangen, greifen, bringen, fügen, loslassen. Okay, so. Der Ablauf, wie Sie an die Zeiten kommen, ist auch immer ähnlich. Sie machen erst eine Bewegungsanalyse, dann machen Sie die Zeitanalyse. Ja, dann lesen Sie die Codes aus, so Tabellen aus, zeige ich Ihnen gleich. Also erst kodieren Sie und gucken, was ist das für einer, dann entnehmen Sie die und zum Schluss summieren Sie die Zeiten auf und dann wissen Sie, wie lange der Ablauf geht. Und im Prinzip sehen wir hier solche Normzeitkarten, das heißt, Sie haben dann immer so eine Karte dabei, da steht dann alles drauf. Hier vielleicht als Beispiel hinlangen Reach. Hier sieht man dann die Einflussparameter, zum Beispiel, ich mache es groß, die Bewegungslänge und dann hier den Fall, hier sind die Fälle nochmal beschrieben. Sagt man, ich habe von mir aus den Fall B, Belegungslänge 12 und dann habe ich hier 7,4. Achtung, Normzeitwerte sind in TMU, Time Measurement Units. Auch das ist wieder ein kompliziertes Ding oder ein spezielles Ding aus der damaligen Zeit. Man hat die Bilder einzeln ausgewertet und da es da eine bestimmte Abfolge von Bildern gab, ich glaube 16 pro Sekunde, kam daraus pro Bild eine Zeit, die man genommen hat und die sind in die Tabellen eingeflossen. Das heißt, die TMU-Zeit ist, kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, müssen Sie einfach googeln. Und dann müssen Sie die immer in Sekunden zurückrechnen. Ja? Okay? So, das gibt es auch für das Bringen, für das Greifen, für das Fügen. Es gibt hier, wenn Sie sich drehen müssen, Körper, Beine, Fußbewegungen, dann die Frage, was lässt sich gleichzeitig machen und nicht A. Und hier sehen wir, wie schön, was ich gerade eben nicht sagen konnte, die Zeiteinheiten. Ein TMU sind 0,036 Sekunden. Okay? Und damit ist die Einheit klar. Achtung! Das ist MTM und was ganz interessant ist, die MTM-Karte hat sich quasi seit 70, 80 Jahren nicht geändert. Und wenn sich was so lange nicht ändert, aber im ständigen Einsatz ist, bedeutet das, kommt ziemlich gut hin. Ja, und damit kriegt man wirklich tolle Zeiten raus. Okay, das ist natürlich super kompliziert, weil das sehr feingranular ist. Deswegen gibt es MTM-UAS, da gibt es viel einfachere Tabellen. Die Tabelle zum Beispiel,
sagt nicht hinlangen, greifen und so weiter, sondern ich sage aufnehmen, platzieren, dann wie schwer ist es? Ist es denn eigentlich, muss man eine Handvoll nehmen? Ist es schwierig? Und dann kriegt man da eine Zeit und wenn Sie MDM, UAS machen, dann geht es schneller. Das heißt, so kommen wir an Zeiten, wir können also Systeme vorbestimmter Zeit nehmen oder der Montageplaner, der schätzt auch mal gern, ich habe mal einen gesehen bei Daimler und er hat gefragt, ja, wie lange würde das jetzt dauern, was meinen Sie? Meine, ach, den gebe ich mal 5 Sekunden. Okay? So, Achtung, Sie müssen dabei bedenken, Zeit ist Geld. Wenn Sie also unter einem Preisdruck sind, dann gewinnen Sie Geld, indem Sie wenig Zeit reinstecken, weil Sie müssen wissen, die Kosten der Montagemitarbeiter, die gehen ja alle direkt ins Produkt und die können Sie auch dem Produkt direkt zuweisen. Okay, Vorranggraph haben wir schon gemacht. So, die Zeiten, das brauchen wir nicht weitermachen. Und dann sind wir mit diesem Teil der Vorlesung am Ende. Und jetzt, wenn Sie alles reflektieren, sollten Sie wissen, wir haben jetzt Vorgänge definiert, Vorgänge. Wir wissen, was ein Vorganggraph ist. Sie wissen, wie Sie an Zeiten kommen. Und das heißt, wir haben den Teil, den können Sie jetzt modellieren. Und in der nächsten Vorlesung werden wir den Teil, also den Vorganggraph auch, werden wir lernen, wie können wir dann das hier ins Montagesystem bringen. So, bis dahin, machen Sie es gut, schauen Sie sich alles gut an. Tschüss. Achso, den Film muss ich natürlich auch noch ausmachen.